Was sind denn die Geschäftsbelege im EDI? So, die Frage lässt sich, dazu lässt sich wahrscheinlich ein eigenes Webinar über eine Stunde halten, die alle mal aufzulisten. Ich habe hier einfach mal die wichtigsten mitgebracht, unterteilt in drei Gruppen. Die erste Gruppe, die, ich würde sagen, 80% aller EDI-Szenarien umfasst, ist die Purchase-to-Pay-Gruppe für die oder Geschäftsbeleggruppe. Am Ende des Tages das Szenario, was ich Ihnen auch gerade an meinem Kundenbeispiel gezeigt habe, also Bestellungen verschicken, Auftragsbestätigung erhalten, Rechnungen austauschen. Alles, was ich wirklich für die Auftragsabwicklung benötige zwischen Kunden und Lieferanten. Die nächste Gruppe umfasst sich sozusagen um die Anlieferung bzw. den Transport. Meint, hier geht es darum, Lieferungen anzukündigen. Also das kennt man vielleicht auch selber, wenn man bei Amazon was bestellt, kriegt man ganz oft E-Mails. Ich habe Ihre Ware ist unterwegs, Ihre Ware wird dann und dann ankommen. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir schicken oder wir kümmern uns in den nächsten X Werktagen darum. All das sind eben ja Lieferavisen am Ende des Tages. Und dann gibt es natürlich noch Lieferbestätigungen, die bestätigen, dass die Ware jetzt im LKW unterwegs ist, oder auch auf der Gegenseite Empfangsbestätigungen, die quittieren, dass die Ware erfolgreich angekommen ist. All das findet vielleicht bei Ihnen ja heute sogar vielleicht auch noch nicht automatisiert statt und lässt sich über EDI vollautomatisiert abwickeln. So, und dann habe ich so einen kleinen Restposten nochmal aufgemacht hier, weitere Prozesse, zum Beispiel Lagerbestände oder Self-Billing und noch viel, viel mehr. Also wie gesagt, da kann ich eine Stunde selber drüber reden. Zum Thema Lagerbestände vielleicht ein ganz kleiner 30-Sekunden-Exkurs. Für alle von Ihnen, denen vielleicht das Thema Dropshipment was sagt, also Dropshipment im Sinne von, ich bin ein Zwischenhändler zwischen dem Hersteller und einem Endkunden und vermittle sozusagen oder verkaufe an den Endkunden Ware, kann ich über Dropshipment sozusagen einen Prozess hier abbilden, dass ich zwar Dinge an meinen Endkunden verkaufe, die aber direkt vom Hersteller sozusagen vom Fließband direkt zu meinem Endkunden geliefert werden. Also ich gar nicht mehr mein eigenes Lager dafür benötige. Ich lasse sozusagen mein eigenes Zwischenlager als Lagerstation weg. Und um so einen Dropshipment-Prozess abzubilden, muss ich natürlich wissen, was sind denn die Bestände bei meinem eigenen Lieferanten, also bei dem, der die Ware produziert und der sie an die Endkunden schicken soll. Und das lässt sich über EDI ziemlich standardisiert und einfach abbilden. Und ein weiteres Szenario, was in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, weil halt sehr viel Effizienz und Supply Chain Optimierung dahinter steckt, ja, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also wenn I für Sie vielleicht gerade das Thema Dropshipment auf der Roadmap steht, kommen Sie gerne im Nachgang einmal auf mich zu oder schreiben Sie eine Frage in den Chat. Da kann ich Ihnen auch gerne ein paar Best Practices mitgeben, das nur als kleiner Exkurs, dass Sie auch sehen, EDI ist nicht immer nur Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung. Genau. Am Ende des Tages kann man aber auch einfach sagen, egal ob ich EDIFACT nehme oder CXML oder noch was ganz anderes, die Kernbelege hat eigentlich jeder Standard, sind nur anders strukturiert oder anders aufgebaut und der Teufel steckt halt hier im Detail. Also ich muss mich natürlich trotzdem immer mit der Definition der technischen Standards auseinandersetzen und gucken, wie die aufgebaut sind, da unterscheiden sie sich halt. Aber was sie von der semantischen Bedeutung her abbilden, sind sie eigentlich alle recht ähnlich oder identisch.